neue Flüge ab Nordrhein-Westfalen und ein bisschen was zum Reiserecht gibt es heute beim Reise-TV. Willkommen dazu. Wir beginnen nämlich mit Eurowings. Die Billig-Airline von Lufthansa bietet gleich 5 neue Ziele ab Nordrhein-Westfalen an. Und zwar ab Ende Mai, Anfang. Nee, ab Ende April, Anfang Mai. Zum Beispiel ab 7. Mai geht es in Köln-Bonn immer samstags nach Brindisi in Apulien. Und Düsseldorf bekommt gleich 4 neue Verbindungen. Dabei sind Bastia auf Korsika, Las Palmas auf Gran Canaria und das nordgriechische Kavala. Alle diese Ziele werden ab 30. April immer samstags angeflogen. Immer sonntags ab 1. Mai fliegt Eurowings von Düsseldorf nach Jerez de la Frontera an der Costa de la Luz. Ein fehlendes Gala-Dinner ist ein Reisemangel. Das hatte das Amtsgericht München jetzt festgestellt. Ein Ehepaar hatte bei einem Reiseveranstalter eine Weihnachtsreise gebucht. Die Flugpauschalreise ging nach Dubai. 18 Tage sollten 3.198 Euro kosten. Für ein obligatorisch zu buchendes Gala-Dinner verlangte der Reiseveranstalter einen Festzuschlag von 350 Euro pro Person. Vor Ort erfuhren die Gäste, dass es nur ein Dinner-Buffet geben würde. Die zusätzlichen Kosten waren 185 Euro pro Person, zuzüglich Getränke. Die Gäste verlangten vom Reiseveranstalter 700 Euro für das nicht erbrachte Gala-Dinner und 600 Euro Reisepreisminderung. Das Amtsgericht folgte der Forderung weitgehend. Der Reiseveranstalter wurde zu einer Zahlung von 1.179,40 Euro verurteilt. Die Leistungsbeschreibung bietet täglich Buffet an, sodass das Gala-Dinner zu Weihnachten als Höhepunkt der Reise gesehen werden konnte. Für den Ausfall eines solchen Highlights sei eine Reisepreisminderung von 15% angemessen, so das Amtsgericht. Das war für heute Reise TV. Ich wünsche eine gute Reise.